So, okay, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video Arc Ultra Arena hinter den Kulissen. So gut, Leute, es gibt nämlich weitgreifende Änderungen mal wieder. Plus, kann ich jetzt schon mal vorab sagen, nächste Aufnahmesession wird heute sein. Die Uhrzeit nenne ich dann noch. Und wir werden dort das erste Mal im Zweierteam spielen. So, das so nebenbei. Schon mal als Nebeninformation. So, Leute, bevor ich jetzt auf irgendwelche Details eingehe, würde ich gerne erstmal was ausprobieren. Es gibt nämlich auch sehr krasse Regeländerungen. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob das so funktioniert hat oder nicht. Der gute André hat nämlich die Hot Button. Hot Button. Die Hot Button Mod weiterentwickelt. Und ich erkläre euch am besten, während wir da mal hinfliegen zur Hauptfinalarena, auch mal warum. Das Problem war nämlich jetzt immer gewesen, in den letzten Sessions, dass sehr viele Lowies, so mit Level 50, 40, 30 und so, die gestorben waren, haben sich immer am Ende im finalen Kampf eingemischt, immer noch. Also hin und wieder. So, und da könnte man jetzt natürlich meinen, yo, aber was will denn der großartig machen mit Level 40 und so? Dadurch, dass die Leute die Grappling-Hook haben, können die nämlich durchaus schon nerven, weil die natürlich dann immer in der Lage sind, Spieler, die gerade zum Beispiel den Hot-Button drücken wollen, wegzuziehen. So, ich glaube, das ist mir zum Beispiel auch schon mal passiert in der ersten Staffel von Arc Ultra Arena Island. Da hat mich auch irgendein Lowbob weggezogen. Und um das zu vermeiden, beziehungsweise gibt es auch gerade Regeländerungen, was das angeht, aber ich zeige euch jetzt erstmal was. Oh, das war smooth gewesen. Ich bin jetzt Low Level, ne? Und ich nähere mich jetzt den Hot-Button. Wir gucken mal, ob es funktioniert hat. Moment. Nein. Okay, ich bin noch nicht down. So, da vorne ist der Hot-Button, Leute. Ich muss jetzt noch irgendwie gucken. Moment. So, und wir stellen uns jetzt einfach mal vor. Da vorne ist ein Spieler und ich will ein bisschen näher ran, um ihn wegzuziehen. Okay, es hat nicht funktioniert. Ach stimmt, Leute, das kann ja noch gar nicht funktionieren. Ich mach mal wieder hell eben. Weil es ist ja noch kein Finale. Wartet mal eben. Sekunde. Ja, okay, alles klar. Wir probieren es einfach mal aus. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich resette den mal eben. Ich stelle jetzt ein, dass das Finale in 3 Minuten losgeht. So, Leute. Jetzt können wir es ausprobieren. Ob es funktioniert. Finale ist gestartet. Ja, stimmt. Hätte ich selber drauf kommen können, dass das Finale erst losgehen muss. So, wir ziehen uns nochmal eben ran. Und ich glaube, die meisten von euch ahnen schon, was wir da jetzt eingebaut haben. Aber bleibt trotzdem auf jeden Fall am Ball, Leute. Es gibt einiges, was ich euch noch erzählen muss, was wir jetzt ändern. Was ziemlich krassen Impact haben wird auf den ganzen Gameflow und so weiter. So, das war diesmal nicht so gut gewesen. Vorhin, das war richtig elegant gewesen hier. Ne. So. So gut, Leute. Es funktioniert! Ah, shit, ich hätte mich langsamer nähern sollen. Habt ihr das gesehen, was der Hotbutton mit mir gemacht hat? Der hat mich einfach getötet, weil ich zu nah dran gekommen bin, weil ich zu niedrig war. Ich probiere das jetzt gleich nochmal aus. Ich nähere mich diesmal ein bisschen langsamer. Boah, ist so krass, wie ich voll drauf geeicht bin, dass ich die Beacons mitnehmen will. So, Leute, nächster Versuch. Wir gucken jetzt mal, wie... Also, ihr habt das jetzt gesehen, ne? Der Hotbutton sorgt im Finale automatisch dafür, dass sämtliche Spieler, die nicht die Mindestlevel-Anforderungen besitzen, um den Hot-Button zu drücken, was übrigens Level 100 ist mittlerweile, sterben. Wegen dem Hot-Button. Beziehungsweise werden gestunt und so weiter. Wir können ja dann jetzt so ein bisschen rumprobieren und so. Also eigentlich ist es so gedacht, wenn jemand so 500 Leben hat etc., wir können auch mal ein, zwei Punkte in Leben noch skillen, aber gut, das bringt jetzt natürlich jetzt auch nicht so viel, dann sollte der Spieler eigentlich nur gestunt werden, wenn er einfach nur zu low ist. Wenn er zu nah rankommt. Wow. Okay, die Reichweite ist ganz schön krass auf jeden Fall. Aber finde ich gut. Finde ich gut auf jeden Fall. Also ihr seht schon, ne? Es sollte jetzt keiner mehr in der Lage sein. Ich lebe noch. Aber ich sterbe an Hunger, glaube ich, oder? Ah, ich hätte es beinahe noch geschafft. Beinahe hätte ich es überlebt. Ah, ich feiere das übelst, Leute. Okay, alles klar. Also ihr seht schon, ne, wohin die Reise geht sozusagen. Lowies können jetzt nicht mehr rumnerven. So, aber es kommt jetzt eine wichtige Regeländerung, beziehungsweise allgemeine große Änderung. Ich werde nämlich mit euch das gleich alles, was ich letztes Mal aufgebaut habe, die ganze Zuschauertribüne und so, werde ich zerstören. Es gibt nämlich ein kleines Problemchen.
Ich will aber einmal jetzt ausprobieren, auch noch gleich mit euch zusammen. Es gibt sogar an sich zwei Problemchen. Achtung, solltet ihr mitspielen und wie jetzt bei mir jetzt gerade, ihr nicht aus der Luft starten und ihr verliert, habt keine Items und so weiter am Start, dann bringt euch so schnell wie möglich um und versucht es nochmal, am besten in einer anderen Spawnzone. Das Problem hatte ich auch schon hin und wieder jetzt, vor allem auf der Karte hier gehabt. Das ist irgendein Bug oder so, ich weiß nicht, warum das nicht greift. Dann einfach euch töten, ne, und sozusagen dann neue Spawnzone starten. Alter, ist der langsam. Ist der Wahnsinn. So gut, Leute, jetzt will ich ausprobieren, wie sich das verhält, wenn man auf einem Dino sitzt. Also, ob man dann auch gestunt wird und runterfällt, wenn man nicht die Voraussetzung erfüllt, dass man Level 100 ist. Das müssen wir übrigens dann auch gleich mal nochmal ausprobieren, dass wenn man Level 100 ist, dass das einen wirklich nicht dann auch stunt und so. Ja. So, übrigens kann ich euch schon mal zeigen hier, Leute, das sind jetzt die neuen Starter-Items, die zusätzlich noch dazugekommen sind. Einerseits, ja, so ein Tracker. Dann 300 solche Transponder ist das, ne? Transponder. Dann solche Transponder Notes und ein GPS. Alles drei dienen einfach nur dazu, dass wenn ihr dann im Team spielt, ihr euch besser zusammen koordinieren könnt. So, weil ich fest davon ausgehe, dass man sich sehr häufig verlieren wird. Und drum gebe ich euch sozusagen alles in die Hand, damit ihr euch dann besser wiederfindet. Und so, ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. So, mal gucken, wie nah wir jetzt ran können, beziehungsweise ob es uns tötet oder nicht. Also André meinte, dass es funktioniert. Ich bin gespannt. Ich will es ja trotzdem selber auch nochmal testen und euch auch vorführen. Wir nähern uns dem Hotbutton. Jo, okay, also man kommt wirklich nicht sonderlich nah ran. Mal sehen, ob ich es noch schaffe, die Flügel zu zünden. Ne, ich bin schon wieder gestunt. Man ist immer übrigens für 2 Sekunden gestunt. Dann 3 Sekunden nicht mehr. Als Problem, ich bin auch... Nee, ich kann... Okay, also wenn du da einmal drinne bist als Low Level, du bist down. Du bist down. Okay, also seht ihr schon, ne? Nähert euch nicht als Low Bob der Arena. Ihr müsst Level 100 sein. So, und da kommen wir nämlich zum wichtigen Punkt. Es gibt nämlich krasse Regeländerungen, weil ich nämlich gezwungen bin oder was testen will. Und zwar, ich will die Zuschauertribüne komplett abreißen plus den Teleporter. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Mit dem wunderschönen Befehl Destroy All Structures werden wir das alles wegmachen. Es gibt nämlich ein Problem, dass ein paar Leute immer wieder Freezes hatten im Finale. Und das immer gleichzeitig. Also muss es irgendwie mit den Klienten zusammenhängen. So, und dementsprechend, also irgendeine Mod-Komplikation sozusagen. Ne? Und deswegen, jetzt muss ich kurz überlegen, ich sollte nicht zu nah ran. Sonst bin ich ja wieder tot. Wie mache ich das jetzt? Ich sollte Gott-Modus gehen. So. Also checkt auf jeden Fall jetzt unbedingt das Regelwerk, vor allem wenn ihr mitspielen wollt und so. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht sterbe, wenn ich bin jetzt Gott-Modus. Gucken mal. Wow. Ich könnte mich auch einfach mal... Stimmt, ey, wir können das jetzt gleich mal testen, wartet mal. So, also ich sterbe auf jeden Fall nicht mehr dran. Wir testen jetzt mal, was ist, wenn ich Level 100 bin. Mal sehen, ob der Hot Button jetzt aufhört, mich anzugreifen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. So, ich bin Level 100. Und ich werde nicht mehr angegriffen. Also zumindest von... Ja, ihr kriegt mich nicht tot. Ah, das ist genial, Leute. Das ist genial. So, seht ihr, ne? Ich bin Level 100, ich habe ab jetzt das Recht, auf den Hotbutton zu drücken. Erst jetzt kann ich das und ab dem Moment auch greift der Hotbutton mich nicht mehr an. Ah, ich finde das super gut. So, gut, ja, wie gesagt, Zuschauertribüne plus Teleporter mache ich jetzt alles weg. Admin Cheat, Destroy All Structures. Structures. Das war der falsche Befehl. Destroy all? Oder nur destroy structures? Okay, ich habe den richtigen Befehl gefunden. So, der Button ist auch eine Struktur, der ist auch weg. Den müssen wir jetzt gleich neu platzieren. Der Püpte fliegt da nach oben rum, oder? Moment, den muss ich mal eben killen. Ich hoffe, ich krieg das hin. Admin Cheat Kill. Admin Cheat Fly. Ich komme dir entgegen.
Wobei, ich muss sowieso, die ganzen Dinos muss ich auch noch töten, fällt mir gerade ein. Weil ansonsten wäre das Bahn exakt genauso wie in der letzten Session auch. Und das wäre doof, ne? Wir wollen natürlich jedes Mal, dass der Dinosbahn anders ist. Moment. Admin Cheat. Okay. Oh, da ist er down. Ach ja, übrigens eine wichtige Information auch nochmal, damit es wirklich jeder mitbekommt. Diese Säulen hier, die sind ein bisschen glitchy. Guck mal. Man kann sich hier drinnen verstecken. Ne? Moment. So hier. Und es gibt die Regel, dass wenn sich hier jemand versteckt und länger als, sagen wir mal, 2 Sekunden. Sagen wir mal einfach so, wenn hier jemand länger als eine Sekunde drinne steht und der Admin sieht das, dann wird derjenige gesperrt. Und der Admin sieht das übrigens sehr, sehr gut, weil der Admin im Spectator-Modus sieht ja auch einen Namen über dem Kopf und wenn da irgendwo ein Name in der Säule ist, dann sieht er das. Ne? Dementsprechend hier nochmal die große Warnung, nicht in diesen Säulen verstecken. So, gut, das Einzige, was ich noch machen wollte, ist jetzt Destroy Wild Dinos. Ich wollte aber nochmal gucken. Ich habe da immer gerne. Moment, wir testen das einfach mal so. Dodo. Ich habe da noch immer gerne den Beweis, dass ich wirklich jetzt alle Dinos töte. Destroy Wild Dinos. Okay, so. Gut, Leute, das heißt, es sind jetzt auch keine Dinos mehr da. Die können alle neu respawnen. Ne? Wichtige Sache, Leute. Muss ich jedes Mal, muss ich den scheiß Dinospawn wieder neu machen. Weil ansonsten wüssten wir ja immer dann schon ungefähr, wo die Dinos sind. Und das ist ja doof. So, jetzt muss man an sich nur noch den Hot Button wieder platzieren. Und ja, dann kann es an sich losgehen. Ach ja, genau, kann ich auch schon mal sagen. Die Session wird heute sein. Die Aufnahmesession. Moment. Jo. Und zwar um 19 Uhr. So, und wie gesagt, 2 versus 2 versus 2 versus 2. Also wir spielen in 2er-Teams. Und es könnte ja sein, dass ihr keinen Spielpartner habt, keinen zweiten Spieler. Wir machen ja nicht mit Bewerbung oder so, sondern es kann ja jeder, soll ja die Chance haben zu joinen sozusagen. Dementsprechend kann es auch sein, ihr habt einen Partner, aber der schafft es zum Beispiel nicht drauf, etc. etc. Deswegen habe ich jetzt den Teamspeak hier unten, ne? Also hier ist einfach, steht auch in der Videobeschreibung. Weiter unten scrollen einfach, da habt ihr die Server-IP bzw. die TS-IP. Ne? Und da habe ich jetzt ganz viele Channel gemacht. Einfach runterscrollen, ganz nach unten, Arc Ultra Arena. Und da haben wir jetzt einmal ein Channel quatschen vor Start der Session. Keine Ahnung, könnt ihr euch gerne da treffen und vielleicht auch schon, wenn ihr noch keinen Teammate habt, euch da irgendwie verabreden. Ich weiß es nicht. Und zusätzlich habe ich jetzt ganz viele Channel gemacht. Ganz viele kleine, wo jeweils maximal 2 Leute reinpassen. Ne? Ja, und da könnt ihr sozusagen euch darüber treffen in diesem Channel. Könnt ihr auch dann gerne in-game im Chat machen und so. Ihr könnt, ich habe auch kein Problem damit, falls euer Teammate nicht draufkommt und so, dass ihr erstmal loszockt und dann im Chat sozusagen fragt, ob irgendjemand auch noch ein Teammate braucht. Und dann könnt ihr einfach sagen, yo, ich bin Team 8 oder so in dem Channel und dann kommt der andere dazu. Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es ein paar Leute geben wird, die das dann vielleicht ausnutzen und euch oder scammen. Das kann auch passieren. Und da kann ich nicht viel machen so, ne? Also da müsst ihr vorsichtig sein. Ich biete es euch einfach an, dass ihr das über Teamspeak hier sozusagen lösen könnt. Falls ihr kein Teammate habt, könnt ihr versuchen, ne, irgendwie ein In-Game zu finden oder vielleicht sind ja hier genug Leute und dann könnt ihr euch hier quasi treffen und auch miteinander kommunizieren und zusammenspielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mindestens einen geben, der versucht irgendwie sich als jemand auszugeben, yo ey, lass im Team zusammenspielen, um sich mit euch zu treffen, um euch dann aber auch zu töten. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht aber auch nicht, aber einen gibt es immer, der sowas machen will, ich weiß es nicht. Irgendeiner, der kein Leben hat. Ansonsten, wie gesagt, biete ich euch an hiermit, dass ihr sozusagen darüber Leute suchen könnt. Falls ihr kein Teammate habt oder so, könnt ihr das gerne nutzen. Ihr könnt es auch so gerne nutzen, falls ihr ein Teammate habt natürlich und einfach TS nutzen. Weil, kann ich auch nochmal ganz kurz zeigen. Ich hier nämlich auch diesen Channel habe, nämlich Server down, slash pausiert, Beam klärt auf. Sollte der Server mal wieder abschmieren oder pausiert werden und das für eine längere Zeit, dann könnt ihr es hin machen, also und dann guckt ihr einfach, ob der Beam da gerade drin ist. Und wenn der Beam da drin ist, dann kommt einfach mal alle aus euren Kuben nach oben hier in diesen Channel rein und dann quatschen wir miteinander und dann erkläre ich euch gerade, warum der Server jetzt down ist und was wir als nächstes machen. Okay? Das ist noch so als deine Nebeninformation. Also einfach, wenn ihr mitmachen solltet, könnte es sich durchaus lohnen, das TS von uns aufzusuchen. Ich will, dass das die Nase ist von dem Manticore. Das ist die Nase von dem Manticore. So, ist doch, glaube ich, relativ gut, oder? Das ist die Nase vom Antiquar. So, okay. Damage Sphere ist aktiviert. Dann machen wir nochmal Reset. Dann machen wir plus 90. Und dann sind wir an sich jetzt fertig hiermit. Ich kill mich nochmal. So. So. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns heute Abend 19 Uhr auf dem Server sehen. Wie gesagt, das erste Mal in 2er-Teams. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Mein Teammate
Also lasst euch überraschen, wer mein Teammate sein wird. Lasst euch einfach überraschen. Ich sag mal so, es reimt sich auf Trink Bier. So ungefähr. Mal sehen, ob ihr drauf kommt. Ich weiß es nicht. So, alles klar, Leute. Ich muss jetzt schnell den Server runterfahren, damit die 90 Minuten bestehen bleiben. Ansonsten ist die Runde nämlich kürzer und das wollen wir alle nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, beziehungsweise freue ich mich dann auf heute Abend. Haut rein. Tschüssi.